So, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Wurmetide heute mit dem Zerfister. Wir spielen hier heute eine kleine Runde schnelle Spiele und ich habe hier den Graalsritter mit. Das ist so eine Klasse, die konnte man freikaufen für 3 Euro und der sieht ganz cool aus. Der passt zu mir, weil Crusader, Graalsritter. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch ein Like oder ein Abo da. Ich habe keine Ahnung, wie die Runde wird. Mal schauen. So. Mission, schnelles Spiel. Was soll ich denn jetzt für ein schnelles Spiel anmachen? Soll ich auf Veteran oder soll ich auf Champion? Ja, Veteran bringt nur alles, was unter Veteran ist, bringt mir nichts mehr an Items. Alles, was unter Veteran bringt dir nichts. Also soll ich Veteran anmachen, ja? Ja. Okay, dann mache ich mal Veteran an und suche einfach mal hier schnelles Spiel spielen. Klicken wir mal auf Spielen, mal gucken, ob einer reinkommt. Ach, wir können schon direkt starten, oder was? Ja, aber da kann keiner rein, oder? Ja, geht auch? Ja. Können ja jetzt auch noch. Also, auch wenn wir ganz am Ende sind, können auch Leute reinkommen. Ist halt ziemlich chillig. Ich habe keine Ahnung, was jetzt für eine Karte kommt. Wie gesagt, ich habe direkt schnell Spiel gekriegt. Ja, das gibt ja halt einen Bonus, ne? Das schnelle Spiel. Aber sonst würde ich halt einfach die ganze Zeit sagen lassen, so ein einfaches. So eine einfache Karte spielen, aber der Bonus, der bringt dir relativ viel halt. Und du musst ja halt die anderen Karten ja auch können, also von daher ist das eigentlich egal, finde ich. Ja, Spiel. Kenne ich alle Bücher auch. Lunar wasn't wrong. There is a temple hidden somewhere near. Searching for Helgi Umgek. Is this what my life? Wie viele Karten gibt's eigentlich? 3, 4? Nee. Ich glaube, so effektiv gesehen habe ich so 3. Also mit den DLCs und sowas gibt es, glaube ich, so 20 aus dem Bau. Potion, who wants it? Hier liegt noch eine Potion, ne? Und da 2, ich hab mir. Ich hab nur random was gegriffen. Hey, die sterben nicht von dem Feuer, was du machst. Ja, doch, machen sie. Das ist ja nur nicht so eine hohe Reichweite. Hol die einfach jetzt alle mal und dann. Boah. Aber was halt natürlich ein bisschen dumm ist, fällt mir gerade auf. Ich hab halt keine Attacke für die Vita-Einheiten jetzt. Scheiße. Ja, die hab ich aber. Bin ich Fernkampf? Hm? Bin Fernkampf? Nee, oder? Fernkampf nicht. Ja, das ist ja das Problem. Aber wir haben noch so eine Bogenschützen dabei. Da ist noch eine Bombe drin, ne? Da waren 2 drin. Achso, ich hab auch keine aufgegangen, glaube ich. Das ist wie einfach. Also hier kannst du echt ziemlich gut schützen. Ja, aber das wäre alles was für Schwerter. Bombe, Bombe zu mir. Ja. Oh. Also dafür ist sie halt gut. So, hier, ich hab mein Schild aufgestellt. Jetzt kannst du hier machen. Ich bin auch gerade. Ach, scheiße, ich bin der Wirt. Ich wollte sich nicht so gut, jetzt wieder gut. Ich bin von alle allein. Ich bin schon super stark eigentlich. Hey, die Bots hauen hier alles zu klump. Naja, die Sache, die sind ziemlich stark eigentlich. Was ist da hinten los? Schlachte Monster plus 10% Abklingzeit. Die Schlachte Monster, aber ich krieg die Abklingzeit nicht. Willst du die Bücher mitnehmen oder nicht? Ja, warum nicht? Kann ich schauen, oder?
Bitte? Kann ich schaden eigentlich? Ja, das Spiel ist dann halt schwerer, ne? Ja, aber nicht viel. Okay, dann komm mal mit, dann zeige ich dir das erste Buch. Also wenn du hier runterspringst, kannst du ja merken, musst du dich einfach nur hier links halten. Also einfach mal nur die ganze Zeit die Wand lang, weißt du? Sind hier eigentlich mal ab und zu ein paar Gegner, aber eigentlich schaffen wir das nicht. Ach, wir müssen jetzt mal. Jo, der ist ein großer. Nein, ich hab ihn. Bis also zu wie vielen Würfeln kann man denn eigentlich finden? Also hier oben musst du dann einfach weiterlaufen. Ja, hier kannst du auch noch hoch. So. Aber schon Veteran eigentlich. Oder? Ja, warum? Okay, weil ich so gefühlt mega den Schaden mache, Alter, mit den Items. Auf jeden Fall gehst du dann hier die ganze Zeit die Wand lang, oder? Bis du hier bist und da oben liegt das Buch. Da, ja, du springst da hoch und kannst du das krallen. Nein, ich kann nicht hin. Okay. Bist du da oben, wo der Trank jetzt liegt? Ja. Da oben liegt dann das Buch. Kann man einfach hochhüpfen? Ja, da musst du so hochhüpfen, dann kannst du das so. Achso, ja. Genau, ja. So. Da ist ja genau das, also Trank lag ja da genau, wo das Buch kommt. So, dann das andere Buch, da läufst du hier einfach quasi hier so ja, drüber. Wo drüber, wo bist du gerade? Ja, hier einfach so, aber quer über die... Ich seh dich gerade. Achso. Der Stab ist krass, aber man muss halt schon sich sehr gut platzieren auf jeden Fall. Dann verläufst du hier die ganze Zeit weiter so, bis du da hinten irgendwo noch weiter rechts müssen. Ich glaub schon. Also eigentlich kannst du auch den Weg zurücklaufen, das ist eigentlich genauso weit. Genau, bis hier diese Siegessäule ist oder was auch immer sein soll. Ist sie, ne? Ja. Hier. Die ist links von uns, ja. Läufst du hier quasi rechts an dieser Siegessäule vorbei? Ja, genau hier. Dann kannst du auch hier durchlaufen. Vielleicht egal. Dann müsste hier nachher rechts. Genau, da hinten ist diese Kiste. Da liegt eine Foliante drin. Okay. So, dann gehst du eigentlich quasi wieder quer, also durch den Wald durch halt, ne?
Also wenn man das ein paar Mal gemacht hat, sich in den Wald, dann kennt sich eigentlich ziemlich gut aus. Und da kommen wir jetzt nachher zu Eingang zur Höhle. Da musst du dann nachher rechts eigentlich. Was machen die Ramda? Spielen die Kniffel? Gott, hier ist irgendwo so eine Klimperratte. Also die Bots sind ja richtig stark auf jeden Fall. Wenn ich die Bots sehe, ne? Jo, hier ist jede Menge Magic. Dann gönn ich mir erstmal einen Trank. Was ist dran? Ja, ich habe angenommen, hier liegt noch was. Hier liegt noch. Kannst du markieren, ne? Womit denn? Mit welcher Taste? T. Nicht so kurz, genau. Ja, was man halt, glaube ich, auch noch lernen müsste, ist, wo die ganzen Tränke und sowas halt liegen, aber. Schwierig. Schwierig. Aber hat halt Vor- und Nachteile, ne? Entweder suchst du halt so ein Schiff in den Trank. Nein, nicht schon wieder. Oh Gott. Ich bin schon wieder fast tot. Und dann, wenn du jetzt hier rechts gehst, also du musst ja einfach nur rechts gehen an diesen roten Dingern vorbei. Ja. Hier liegt dann das nächste. Die nächste Foliante in diesem Korb. Kann ich die auch noch mitnehmen? Ja, die muss ich jetzt mitnehmen. Was zu heilen, aber keine andere gebrauchen. Level 31, man kann noch höher leveln. Ja, dann. Ja, der dürfte mit Level 31 eigentlich schon alles haben, was er braucht. Weiß ich nicht. Kann sein, dass er die ganze Zeit halt Rekrut gespielt hat, ne? Kommt man ja jetzt besonders stark vor. Oh, Alter, was? Wer will denn jetzt so schnell gehen? Ich. Meine Special, damit mach ich doch denen so viel Schaden. Da oben ist es wieder so eine Klimperratte. Eine Hook Rat. Ah, die Hook Rat hat mich! Sie ist tot, sehr gut. Wolltest du das bis jetzt so weit merken? Ja, ne? Ja.
Wenn jetzt hier rechts kommt, her, ist, wenn du jetzt quasi hier durch bist, bei dieser, also, wie bist du? Ich bin rechts reingegangen. Naja, komm mal zurück, ich zeig dir die nächste Folie ab. Ja, der Grimoire, das ist nämlich ein bisschen, da musst du nämlich so ein Rätsel machen. Also wenn du jetzt hier bist, quasi, wenn ich hier rauskomme, siehst du ja hier diese Ruine, ne? Dann läufst du quasi hier lang. Dann musst du jetzt quasi hier so rechts hoch. Wenn das ein zweiter nämlich weiß, da kann man nämlich ziemlich schnell nämlich auch Knöpfe drücken. Und dann hast du jetzt hier einen Knopf. Hast du gesehen, ne? Hinter der Kiste da. Und der andere Knopf ist hier hinten. Warte, guck mal hier hoch, hier lang. Hä? Ach so, okay. Ja. Und der andere Knopf, der ist hier links. Achso, hier waren wir gestern schon, ja. Ja, da. Hier, dann musst du den drücken. Da hat schon andere Geduld, okay. Ja, dann kennen die das hier. Ah, die holen ihn schon. Auf jeden Fall dann da, wo der andere hochläuft, da kann ich dir auch noch einen Knopf auch noch zeigen. Der andere Knopf ist quasi hier hinten. Hier an der Ecke. Das ist da. Also hier. Ist ein bisschen versteckt. Man gar nicht sehen, ich glaube. Oh, okay. Und dann geht da unten diese Tür auf. Da wo die da reingegangen sind hier unten. Ah ja. Und dann ist das Buch quasi hier drin und dann hier rechts. Dann liegt das da oben, da. Aha. Und das andere, das ist ganz einfach. Also das ist das einfachste von allen, finde ich eigentlich. Wenn du nämlich hier bist. Ja, die kennen das Buch nämlich nicht. Die Idioten. Ah doch, kennen sie doch. Dann läufst du quasi hier lang. Da wo der Elfte lang läuft, dann gehst du wieder hoch. Und oben an dem Baum. Und dann gehst du wieder auch einfach, ne? Ja, aber das hier ist das Einfachste tatsächlich. Ja. Naja, hat das jetzt einer mitgenommen oder? Hat das einer mitgenommen oder haben wir das liegen lassen? Ja, das haben wir. Und hier ist halt der Kreis, da musst du halt diese drei Knöpfe drücken, ne? Und du musst diese, die in richtigen Position stellen, sodass diese blaue Strahl quasi nach in die Mitte kommt. Das ist eigentlich ganz einfach, aber. Ah, der macht das schon, da können wir direkt schon zum nächsten gehen, wenn wir das machen, bitte. Damit kommen wir, okay. Wieder schneller, ja.
Oh Mist, ich komme hier nicht durch. Ja, ich bin tot. Wir sind einfach viel zu viele. Ich bin tot. Ja, ich überlebe das in so einer größeren Menge nicht. Runtergefallen. Shit. Nein, tot. Keine Chance mehr. Ich habe keine Chance, aber wenn das Team hier nicht zusammensteht, bin ich einfach nur Katzenfutter. Wir müssen hier holen. Ist da hinter mir? Ja, ja. Jetzt am Ende hat es mich doch noch ganz schön oft dahin gerafft. Ja, deswegen, ich dachte, ohne die anderen, dann schaffen wir das nicht schön. Alle Bücher noch arbeiten. Alle Folianten schön. Naja. Ich finde die Karte eigentlich auch ziemlich easy. Ich finde, man muss halt nur am Anfang sich ziemlich schnell beeilen, weil aus dem Wald kann man sich schlecht irgendwie positionieren. Das finde ich die Karte schwer, aber sonst ist es eigentlich easy. Und eigentlich ab, wenn du einmal in dieser Höhle bist, dann ist es eigentlich nicht mehr so schwer. Nur ein Beutelwürfel ist natürlich nicht so viel, ne? Ne, ja, aber ein Beutelwürfel ist normal. Ja, manchmal bist du drei Beutelwürfeln. Ja, das ist Glück halt, ob du halt viele große kommen, also diese Elite, brauchst du halt, ne? Oder ob du. Oder ob halt diese Ratten halt auch kommen, diese Glücksratten oder was da sind. Boah, Alter, wie viel Schaden ich gemacht habe. Wie viel ich gekillt habe. Ja, der Stab ist krass. So, mal gucken. Ein paar neue Sachen habe ich ja hier jetzt gekriegt. Hier einmal Truhe von irgendwie so einem Veteranstruhe. Und schon wieder blaue Sachen drin, das ist schon mal gut. Irgendwas ist garantiert besser von dem als das, was ich jetzt habe. Jo, schön, auch ein Langschwert. So, mal gucken, Inventar. Jo, das Langschwert ist direkt besser, ey. Dann werde ich diesen nervigen Streitkolben endlich wieder los. Ey. Ich finde ein Langschwert, das ist schon mal nice. Eine blaue Kette gekriegt, die ist auch besser. Mein Ring. Da habe ich einen schlechten Ring gekriegt. Ja, aber so 230 Stärke habe ich jetzt, hat sich alles verbessert und vor allen Dingen habe ich wieder ein Langschwert. Ich habe Felgenkraft 443. Aber am meisten macht bis jetzt auch bei mir das Level aus. Zum Beispiel das Level durch die Heldenkraft ist 270. Wogegenüber meiner Kraft der Ausrüstung sogar noch mal bei 173 liegt. Das ist für die Ausrüstung. So, ich hoffe, diese kleine Aufnahme von Warhammer Vermintide hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like oder ein Abo da. Ich werde auf jeden Fall wieder überall Button einrichten, damit ihr draufklicken könnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und abonnieren. Nicht vergessen, der Button ist links oben, rechts, oben, unten irgendwo. Klickt drauf. Bis dann. Tschüss.